Oh mein Gott! Was hat Fabo da gezogen? Us. Oh mein Gott! Alter! Was labert ihr? Er hat ihn! Er Was hat labert ihn. Ihr? Cliff Lieblingsvlog! Krass! Krass! Und oh, ich warte mal, da war nur, ich will bei einem helfen, dann gehe ich. Und es war der. Oh. Es war der. Aber Fabo, du hast doch echt viele gemacht, ne? Also schon. Nee. Was kann der? Was kann der? Was kann der? Der Finder erhält. Ne, ist einfach nur ein Unique. Okay, der kann nix. Der aber Finder das ist halt Klims Lieblingsblock. Ja, 25.000 Level habe ich. Ja, dann lass dich jetzt nicht bekämpfen, ganz wichtig. Keine Taubenkacke. Ich bin weg, Leute, ich bin weg. Verbessere deine Spitze direkt und Dingens, Gravitationsstein. Ja, ich muss echt direkt verbessern, ne? Ich hab 50 dieser dummen Bosse gekillt. Alles rausballern. Aber ich gönn's dir, Fabo. Ja, ich hab auch 50 geil. Oder so. Ist ich wollte eigentlich noch mit dir einen Deal machen, ob wir vielleicht hier Lebensfrucht handeln dafür, aber... Auf gar keinen Fall! Nee, Fuchs, guck mal, du kannst Statistiken, kannst du sehen, wie viele du gelastet hast. Also wo du mithilfst, zählen nicht dazu. Ich habe allein 50 gelastet. Ich habe so viele gemacht. Ja, warte mal. Ich mach weiter. Chance war 1 zu 500. Warte, nicht weiter, nicht weiter. Aber wenn dir jetzt am Tag 2 gefunden wurde, dann war es ja nicht zu selten. Also. Krass. Ich glaube, ich mach noch weiter, weil vielleicht gibt's ja noch ein Item. Also das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn du etliche Versuche machst. Spark, was war die Wahrscheinlichkeit für den Block jetzt? 1 zu 500. Das ist schon krass. Aber ich glaube, wie viele hat er so gemacht? Bestimmt so 200. So wie letztes Jahr. Auf Lock von dem Blaze war auch so viel. Ey, Tjan, du sagst ja, Gravitationsstein ist gut zum Upgraden. Ja, übel gut. Du musst den zuerst upgraden. Und Spitzhacke am Also ich glaube, der lohnt sich erst ab nächsten Bridge, aber ja. Nee, du musst schon das Ding heißt übrigens nicht mehr Vogelkacke. Ich habe einfach nur Klims Lieblingsblock jetzt genannt. Geil. Weil ich die Leute. Also, ich würde dir auch empfehlen, packt das wirklich alles so drauf. Warte mal, ich kann den nicht upgraden, den Gravitationsstein. Doch, aber das machst du beim Village. Oh. Das ist mein Villager. Sorry. Oh, bei welchen denn? Ich fahre, aber da bist du wieder falsch. Ja, aber das ist so verwirrend, die sehen alle gleich aus. Welcher ist es? Ja, hier muss es sein. Ja. 5.000 kostet der nur? Ja, deswegen. Nur. Ohne Unique könntest du das gar nicht machen. Na, stimmt. Warte mal, der kostet. Oh mein Gott, ich hätte zweimal den Gravitationsstein upgraden können. Ja, aber. Wirklich? Geht das? Ja, weil einmal kostet 5.000 Level und beim zweiten Mal 20.000. Aber ich habe die Spitzhacke jetzt schon. Also, ich glaube, so krass ist es. Alter. Also entweder, das wäre vielleicht auch eine Technik, du wartest auf den Villager heute Abend, weil der könnte ja potenziell zum Beispiel extra relevant machen. Und dann kannst du auch die Axt Aber ich werde niemals bis heute Abend mit 10.000 Level überleben. Nee, also vielleicht lohnt es sich einfach eine zweite Spitzhacke zu nehmen, zu upgraden und dann zu handeln oder so. Boah. Dann kannst du daraus was machen. Ich hätte jetzt mit dir gehandelt, aber du hast ja auch schon geupgradet. Also ihr könnt ja auch einfach mal das Gruppenziel da hinten voll machen mit den 100k Leveln. Ja, könnte man, aber man muss auch mal realistisch sein, es bitte billiger sein. Ja. So. Das, also ich habe da schon gedacht, dass das ein Early-Game-Goal ist, ne? Aber doch nicht für Unique-Items, come on. Also du erwartest doch jetzt nicht, dass die Unique-Item-Leute das dafür rausballern. Schon zu wertvoll dafür. Dafür ist es nicht gedacht, nee. Du willst uns nur reinkiten, damit wir unsere XP raushauen. Mach's nicht, Fabo. Ja, also wir bekommen ja heute eh viel mehr XP, so vom Ding her. Wahrscheinlich, ja. Boah, eigentlich muss ich muss jetzt eigentlich offline gehen und warten bis heute Abend und dann das nächste Item abholen. Oder so. Also du hast Spitzhacke und Stein gemacht jetzt? Ja, ich hätte zweimal Stein aber auch machen können. Boah. Warte mal, Tjan, du hast noch Eisenspitzhacke, ne? Ja, ja. Wir können ja einen Deal machen. Was für ein Deal denn? Der gefällt mir schon. Ich weiß nicht. Was denn? Ja, komm, du kannst schon mal upgraden und dann kannst du ja überlegen, ne? Ganz schnell, ganz schnell kommen, ja doch. Ey, by the way, ich habe auch ein anderes Armor schon bekommen, ne? Ich habe zwei. Zwei verschiedene. Ja, es gibt zwei. Okay. Ey, Fabo, also. Du willst ja weiterspielen, weißt du? Ich meine, es ist also, ja die beste. Guck mal, ich stehe in deiner Schuld. Ich mache irgendeine Drecksaufgabe. Warte mal! Lootboxen! Wisst ihr noch nicht? Steht da noch. Steht extra dran. Erst später. Aber man kann ja eine Ausnahme machen. Der Game Master wird dich bestrafen. Und dann kommen die 50k raus aus dem Pott. Also da gibt es halt Sachen, die kann man da kriegen, die sollte man erst ab heute Abend am besten. Ja. Man hört einfach so, während er redet, hört man so Geld klimpern. Ja, MGP, danke für die 50 Euro.
Boah, aber man bekommt doch heute zu 100% bei dem Villager irgendein neues Item, was man braucht, um neue Level zu farmen. Das könnte ich ja mit 10.000 Leveln direkt upgraden. Ja. Aber niemals. Dann müsste der jetzt aufgehen halt, ne? Guck mal, der Villager kommt um 20 Uhr. Das sind jetzt noch 6 Stunden plus dann wahrscheinlich noch 1,5 Stunden, 2 Stunden farmen für das Item. Niemals überlebe ich das. Dafür musst du aufgehen. Okay, Tian, ich stelle mich vor, wo spawnt der Villager? Ich stelle mich dahin, gehe offline und Tian, du droppst mir dann das Item. Dann kann ich direkt upgraden. Also, hast du so Angst vor den anderen Mitspielern? Ja, natürlich. Hä, nein, Fabo, no joke. Mach einfach meine Pickaxe, ich stehe in deiner Schuld und dann, also ich mache irgendeine Scheißaufgabe für dich. Obwohl, ich hab nicht mal Angst vor den Mitspielern, sondern auch vor dem Silberfisch und generell einfach zu sterben. Ja, passiert auch einfach mal. Guck mal, da also sinnvoll ist es eigentlich, deine Level auszugeben jetzt. Nee, ich glaube, ich sammle gutes Karma und ich mach's in das Goal rein. Ja? So. Ja. Wow. Also es ist schon gedacht, dass das eher ein Early-Game-Goal ist und das wird auch für alle cool sein, denke ich. Wow, okay, du wirst es wirklich rein? Sei ein Ehrenmann. Das ist krass. Ihr werdet das mögen, ihr werdet das alle mögen, ihr Egoisten. Ich hab mich heute so richtig, ich hab mich heute richtig gut gefühlt, als ich da 100 Punkte reingemacht hab. Da dachte ich mir, wow, bin ich heute krass. Okay, Fabo, wenn du machst, weißt du was? Okay, warte. Was kommt jetzt? Ich hab die 100.000 Steine Collection. Ich hab 2.000 Level jetzt. Ich gebe auch rein, wenn du machst. Ich gebe auch die 2.000 Level ins Goal. Jetzt hab ich die 2.000 Level. Natürlich. Nein. Du hast die 2.000 Level. Okay, warte, wir machen einen Trade. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Ja, oder was? Wir machen einfach alles rein, komm, scheiße. Rein, jetzt musst du. Komm, jala. Ich wollte jetzt sagen, dass du 2.000 reinmachst und ich. Ja, scheiß auf. Wir machen es rein. Oh Gott. Oh. Genau, am besten Unique drauf platziert. Nee, kannst du jetzt zum Glück hier nicht. Papa, willst du das Unique zufälligerweise trotzdem abgeben? Ich mach so eine Sammlung von allen. Sehr lohnenswert. Ja, nee. Papa? Boah. Willst du nicht dein Unique jetzt abgeben? Du bist eh schon in der Ruhmeshalle hier. Du auch? Ja, und? Ich will trotzdem die Sammlung. Guck mal, weißt du, das ist gut Karma, Fabo. Wir kriegen jetzt nochmal ein Unique dafür im Laufe des Projekts. Sag ich auch. Ja. Also, alle sind von Anfang an jetzt schon im Game. Ich werd nichts mehr machen müssen währenddessen. Ich bin nicht am Coden, ich bin nichts mehr am Halina machen. Übrigens, Fabo, du hast 1% noch drauf gemacht hier oben. Oh, bei wow. Counter. Sind wir schon bei 11%? Eigentlich schon fast durch? Ja. Projekt du musst gestartet. Noch nicht fixen. Ich kann die ganze Zeit zocken. 10%. Geil. 11%. Das ist krass. Machen wir jetzt noch ein paar von den Viechern? Ich habe kein Essen mehr. Ja, ich wäre dabei, aber ich muss auch noch Food holen. Ja, ich hole auch kurz Essen. Fabo hat sich seine Freiheit wieder erkauft. Ja. Ehrlich. Oh, geil. Falsch. Wenn ich im Stream bin, habe ich auch FOMO. Aber das ist gut. Also nochmal, also FOMO ist in vielen Hinsichten oftmals nicht gut, wenn es um Investieren geht oder, weiß ich nicht, um Platz am Buffet oder sowas und sich alle um Essen kloppen oder so und das ist vielleicht nicht so geil. Aber wenn es um Games geht, um Zocken geht, um Unterhaltung geht und sowas, dann ist FOMO gut, weil das ist ein verdammtes Qualitätsmerkmal. Die Alternative zu FOMO ist Langeweile. Hallo? Wir wollen keine Langeweile. Wir wollen Action haben. Jetzt haben wir mal einen Monat Content, neuen Stuff zu finden und vor allem auch neuen Stuff zu entdecken, der halt, den niemand weiß. Es kann nichts gespoilert werden. Die Spieler müssen es selbst rausfinden. Das ist geil. Da haben wir einen schönen, spannenden Sommer. Ein paar von euch haben Sommerferien, vielleicht seid ihr auch draußen und viel unterwegs oder sonst was, ne? Ein paar werden aber auch einfach chillen und nicht viel zu tun haben. Ich glaube, die werden das feiern. Man kann das Projekt jederzeit dann nachschauen. In YouTube-Folgen werden immer die wichtigsten Sachen draufgepackt. Und in einem halben Jahr oder so, oder in einem Jahr, gut, ich genieße diesen los, aber in einem halben Jahr könnt ihr ruhig nochmal die ganze Staffel gucken, irgendwie als Film oder sowas. Crazy einfach.